Wir machen also als erstes mal einen kleinen Rückblick. Dann will ich auf das aktuelle Bild mal kurz eingehen und dann legen wir den Fokus auf Themen wie Lufthansa, Airbnb. Gut, aber lass uns loslegen. Rückblick. Ja. Also wir hatten uns getroffen am 23. November. Ich habe mal hier eine Linie reingezogen und ich habe mal eingeblendet den DAX, die Nasdaq und den S&P 500. Und hier habe ich es mal gemittelt auf den Punkt, wo wir wirklich waren. Also hier so ein bisschen Rückblick, woher wir kommen. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen rein. Und das waren ungefähr 105 Handelstage. Und interessanterweise, der S&P 500 tendiert immer noch auf dem Niveau. Der war mal ein bisschen negativ, der war mal ein bisschen positiv. Aktuell sind wir ungefähr auf demselben Niveau. Der DAX ist davongelaufen. Der ist schön nach oben gegangen, 8% etwa seitdem. Die Nasdaq etwa 2,5%. Und finde ich schon erstaunlich. Ne? Da liegt ja jetzt Jahresendrallye und ähnliches dazwischen, der gute Jahresstart und sowas. Und meine Frage an dich, warst du in den letzten Wochen und Monaten eher sehr aktiv, normal aktiv oder eher weniger aktiv? Also ich war normal aktiv und ich habe am Anfang des Jahres habe ich für alles Mögliche, Standpur, Dow Jones, Gold, DAX, Nasdaq auch so Filme gemacht. Ich hatte eigentlich nie irgendwo irgendwie Angst. Wir sind ja schon gestiegen, vom 1.10. sind wir schon deutlich gestiegen, DAX 11.800. Aber ich hatte nirgendwo irgendwo Angst, überall, wo ich gelesen habe, auch von den Chefs der großen amerikanischen Investmentbanken, Achtung, das wird das schlimmste Jahr und wir verlieren, was weiß ich, die Hälfte und schlimmste Rezessionen überhaupt. Ich sagte, das war mir ziemlich wurscht. Ich war recht positiv. Erst jetzt komme ich an einen Punkt, wo ich sage, bei mir wird er ein bisschen weicher, aber da komme ich ja nachher drauf. Guter Start. Ne? Es war ja jetzt auch ein sehr, sehr auffälliger Jahresstart. Ich habe es hier mal seit dem Jahresstart eingeblendet. Ne? Also die Nasdaq ist besonders stark gestiegen, ne? Zumindest bis Ende Januar. Seitdem korrigieren sie, außer dem DAX, der hält sich nach wie vor ganz gut. Während der S&P und auch der DAX, ne, alle im Positiven sind. Gerade zum Jahresstart sieht man häufig, die ersten 5 Handelstage sind besonders positiv, dann ist das Jahr positiv oder der erste Monat ist positiv und so weiter. Gibst du auf solche Aussagen etwas? Statistisch ist tatsächlich was dran. Nee, aber also ich gebe da gar nichts. Da gibt es den Jörg Scherer von Trinkhaus, der untersucht es seit Jahren. Und er steht da drauf, er steht dazu. Ist in Ordnung, ich gebe da überhaupt nichts drauf. Ich gebe auch nichts auf Turnaround Tuesday oder Friday is High Day und so Geschichten. Gut, aber wir driften ab. Ich wollte euch jetzt mal Folgendes nochmal machen. Ich hatte beim letzten Mal ein Crash-Muster vorgestellt im S&P 500 und das sah so aus. Ne? Also ich hatte das dargelegt, warum ich dazu komme. Ich hatte gezeigt, ne, ich rechne damit, dass die Amerikaner in Rezession sind oder da abdriften. Ich hatte das belegt mit den Leihdaten, auf die schauen wir gleich nochmal. Und so sah das Ganze aus. Ich habe mal fett in Rot, damit keiner durcheinander kommt, hingeschrieben, dass das ein Rückblick ist. Und man sieht hier den S&P 500 im Wochenchart. Damals war so eine Trendlinie gebrochen und so ein Pullback von unten nach oben ging daran. Und ich hatte so ein Fragezeichen, starke Bewegung, das Muster, ist das jetzt in Frage gestellt? Ja. Und hier wollte ich einfach mal zeigen, damals sah das noch nach diesem Muster aus, wie in der Finanzkrise. Wenn also jetzt eine Schwäche eingetreten wäre, die so tiefst unterboten wird, hatte ich Gefahr hingeschrieben, wären wir in den Absicherungsmodus gegangen. Jetzt gucken wir mal, wie das aktuell aussieht, weil ich will da einfach noch mal ein paar Worte zu sagen. Das ist jetzt das Muster. Ich habe es noch mal rekonstruiert von damals. Und ich hatte ja vorhin schon gezeigt, seit wir das letzte Mal uns getroffen haben, hat sich der S&P eigentlich, der tendiert immer noch auf demselben Niveau wie genau beim 23.11. Nur hat er seitdem eben den Abwärtstrend gebrochen, was für per se schon mal positiv ist. Und er hat natürlich ein Tief und ein höheres Tief ausgebildet. Sind das so in diesen Wochencharts auch Marken, die du beachtest? Ich gucke gerne auf die Wochencharts, weil da wird vieles deutlicher. Da werden die kleinen Nibbeleien mal rausgenommen. Ich gucke auch gerne mal auf den Monatschart, aber halt nur ein, zwei Mal im Monat höchstens. Ja, gucke ich gern drauf, werde schnell auch was zu sagen. So, und jetzt habe ich hier mir euch mal, ach, das Muster habe ich nochmal mit eingeblendet. Ne, das ist sozusagen vom Tisch. Also das Muster ist für mich abgehakt. Da werde ich nämlich auch ab und zu gefragt, ab wie lang kann man so ein Muster denn einhaken? Also wenn ich hier so eine Abweichung sehe,
dann ist das nur noch ruminterpretieren, dann ist das Muster weg. Ja. Also das ist für mich abgehakt. Aber warum bin ich weiterhin vorsichtig? Ich habe euch hier mal die Leihdaten, das sind ökonomische Daten aus Amerika mitgebracht. Und das hier ist die Wachstumsrate, ne? Also die Wachstumsrate dieser Leihdaten. Und die ist negativ. Alles, was unterhalb dieser Nulllinie ist, das heißt, sie fallen, sie werden schwächer. Die wurden zurzeit ein bisschen stärker als sonst, aber sie fallen weiterhin negativ. Und da gibt es diesen Gentleman hier, das ist der Chef da drüben von diesem Conference Board. Und der spricht von einer zu hohen Inflation, der spricht von steigenden Zinsen und von nachlassendem Konsum. Und darauf achtet die Fed. Also das sind so Leute, mit denen stehen die im Kontakt. Und der sagt ziemlich klar, liebe Leute, wir kriegen eine Rezession und nicht irgendwann. Der sagt, wir kriegen die noch dieses Jahr. Weil das hier so extrem wäre. Ne, jetzt kann man sagen, was man will. Also, ne, also das ist für mich so ein Warnhinweis. Vorsicht, da ist noch nicht alles ausgegoren. Ja, das die ist neuen ja, Daten, wenn ich unterbrechen darf. Also wir ja, haben ja... Ich glaube, am Freitag kommen die Arbeitsmarktdaten Amerika. Ne? Die machen jetzt auch eine Zeitumstellung, dass das jeder weiß. Das ist, ich glaube, das ist am Wochenende. Und worauf die noch viel mehr gucken, ist genau das, was du eingekreist hast. Contracting Consumer Spending, das ist der CPI. Das ist am Dienstag um 13.30 Uhr. Da werden die schon drauf schauen. Ich fand das, was Paul gesagt hat, auch ein bisschen alarmierend immer. Also ich war ja im Urlaub 3 Wochen. Und da habe ich nur ab und zu mal irgendwo so im Internet mal geguckt. Da hieß es wirklich, war wie Ping-Pong. Zinshoffnung, Zinsangst, Zinshoffnung, Zinsangst. War unglaublich. Jetzt haben wir wieder Zinsangst und das wird spannend. Der Dienstag, glaube ich, wird eine größere Entscheidung bringen. Gut, dann wollte ich nochmal zum Eingrooven meine Trades zeigen. Ich habe es mal hier in einem kleinen Bildschirm ausgeschnitten, ja, den DAX. Ja. Ich hatte damals gesagt, zu weit gelaufen. Lustigerweise hattest du damals gesagt, vor einem Runtergehen rechnest du mit einem Dip nach oben, auch der kam, weiß ich noch ganz genau. Und wir reden über einen Rückgang von 5%. Ja. Also zu weit gelaufen, das hat sich ein bisschen abgekühlt, das ist zurückgelaufen. Ja. Also ne, ich habe damals gesagt, die Ermüdung hat sich ein bisschen abgekühlt. Dass das dann so stark durchstartet, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, dass das wirklich der Eurostoxx und der DAX, die sind ja gerade dann zum Jahreswechsel zu richtigen Outperformern geworden. Wenn du Frankreich willst, kann man, auch. Ja, Europa Frankreich generell auch. Sehr stark, ja. Gut, ich hatte damals noch einen Continental-Short vorgestellt. Warum? Die hatten gerade schlechte Zahlen vorgelegt gehabt, hatten nach einem schönen Bounce nach oben einen schönen Rücksetzer gemacht. Und ich hatte ne, so einen Swing-Short nach schwachen Zahlen mir angedacht. Und das ist der Trade, der nicht aufging. Ich muss dazu sagen, ich habe etwas später auch nochmal einen Short versucht, weil ich tatsächlich dachte, Conti wäre ein schwacher Kandidat und muss mich da irren oder muss mich da korrigieren. Conti ist saustark. Ja. Die schießen nach oben, als gäbe es keinen Morgen. Also wir haben uns da aus den Shorts jetzt verabschiedet. Ja. Dann hatten wir im MDAX, hatte ich ein Ausbruchsszenario vorgestellt, das hat geklappt. Der MDAX, ich habe es nochmal nachgeliefert, nachgemessen, hat ungefähr 13-14% zugelegt seitdem. Also dieser Ausbruch aus dem Abwärtstrend hat geklappt, hat sich ein bisschen Zeit genommen. Das war so die Jahresendrallye-Phase, aber dann wunderbaren Trade zugenommen. Dann ProSieben möchte ich euch nachher nochmal zeigen. Der MDAX war vom Low zum High, vom Low hier im Oktober, zum High bei 40% plus, ne? Da habe ich auch einen Film drüber gemacht. Ich glaube, dass der MDAX den DAX outperformt und der DAX hat dann nur gemacht 32% vom 1.10. bis 7.3. und der MDAX war bei 39%, ja? Und wären die Immobilienwerte nicht im MDAX, muss man, das sind ja eine ganze Menge, viel zu viele, wäre der noch weiter gelaufen. Also der hat aber auch in den letzten 2 Jahren erheblich mehr verloren. Also der hatte richtig Rücklaufpotenzial. Also der hat mir gut gefallen. Dann hatte ich dir oder euch ProSieben vorgestellt. Damals hatte ich gesagt, nächster Swing Short steht an. Hier hatten wir so besprochen und tatsächlich, sie ist 15% eingebrochen. Ich denke, für einen Swing eine schöne Geschichte. Hier übrigens, das wollte ich dann auch vorstellen, hier steht sozusagen der nächste Swing Short gerade jetzt an. Ja. Also genau dasselbe Szenario wie damals, wiederholt sich gerade wieder. Und von mir aus kann die dann auch langfristig steigen.
diese Swing Shorts, die laufen bei der ProSieben wunderbar. Auch wenn sie dann zwischenzeitlich jetzt gerade Bodenbildung zeigt oder sich stark entwickelt. Ich bin insgesamt von ProSieben eher, ich sag mal, negativ. Dann hatte ich Microsoft vorgestellt. Das ist so ein Trade, den habe ich mal als so lala gewertet. Ups. Das war der Punkt, wo wir waren. Hier steht sie jetzt. Ich hatte damals unterbewertet gesagt, weil, ne, ich hatte da so ein TraderFox-Ding gezeigt. Im Verhältnis zum Umsatz ist der Kurs gerade interessant für einen langfristigen Einstieg, weil es ist ja ein profitables Unternehmen und da ändert sich an der Aussage nichts. Ne? Unterbewertet ist ja in der Regel fundamental, ist immer etwas langfristiger. Da bleiben wir bei unserer Aussage. Und als Swing, naja, klar, die kann dann immer mal einen positiven Trade machen. Also ich sehe aktuell eher sogar die Microsoft als interessanten Kandidaten. Gut, ist aber als Trade so lala gewesen. Und dann hatte ich euch noch die Monolithic Power gezeigt. Die Monolithic Power wollten wir in die Jahresendrallye hinein kaufen. Wenn man es geschafft hat, 8% Schwankungen auszuhalten, was ich für realistisch halte, konnte man hier 40% gewinnen. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Die hat gute Zahlen vorgelegt. Der Chipsektor hat sich gut entwickelt. Ne, also das finde ich nach wie vor einen guten Trade. Ja, sag mal, Gut. die Chip-Krise gibt es gar nicht mehr, ne? Eine Krise. Ne? Also hier ist der Philadelphia Semiconductor Index. Und hier siehst du, in diesem Ausbruchsszenario hat er schön mal nach oben, nach unten gedippt. Und jetzt ist er schön in einem Trend drin, nach oben. Also ist ein ideales Einstiegsszenario, ne? Trend folgend, der Semiconductor Index. Und der steht dann eben für solche Werte wie AMD, Nvidia, die Micro, die Broadcom und ähnliche Sachen. Gut. Gut, ist aber ein zappliger Kandidat, ne? Da, die Aktien da drin, die gehen schon am Tag gern mal 5, 6% hin und Das her. ist ja wie Conti. Gut, dann wollte ich dich mal was fragen zum Thema relative Stärke in Eurostoxx beziehungsweise Amerika. Ich habe jetzt hier mal die Nasdaq und den Eurostoxx eingeblendet. Die Nasdaq in Schwarz seit 1993 und den Eurostoxx in Grün. Und da siehst du, dass der in der Regel recht gleichförmig lief. Ne? In manchen Positivphasen outperformt natürlich die Nasdaq, weil sie dann in Korrekturphasen wieder zurückfällt. Das hat bis zur Finanzkrise eigentlich immer wunderbar funktioniert. Und dann geht die Schere auf. So, ne? Also, ne? Die Europäer eher down, die Amerikaner stark. Weil das gilt ja nicht nur für den Tech gegen, ich sag mal, die konservativen europäischen Aktien. US-Werte wurden außergewöhnlich stark gekauft, während die EU-Werte so ein bisschen hinterher dümpeln. Ja, also das erste Problem, was ich mit der Grafik habe, ist, wie gesagt, hast du eben schon erwähnt, Nasdaq gegen Eurostoxx ist natürlich schwierig. Beim Nasdaq, guck mal, da hast du, ich weiß nicht, wo Tesla bei 2008 um 2008 stand, Nvidia, Netflix, Alphabet, Ja, solche Werte Amazon. gab es damals ja auch. Ne? In den 90er Jahren gab es ja auch richtig fiese Werte, die dann, ne, dass die Bewertung nach oben powert. Was ich damit sagen will, in der Regel werden solche, das ist ja nicht Finanzwerte, irgendwann gleicht sich das meistens wieder aus. Ja? Also Ja, diese Scheren. was ich mache, frage, ich gucke mir das anders an, indem ich sage, ich nehme den Abstand zwischen der Nasdaq und dem DAX. Die haben nichts miteinander zu tun. Aber der war in der Spitze, war die Nasdaq, ich glaube, 700 Punkte über dem DAX. Und momentan ist die Nasdaq 3.400 Punkte drunter. Die waren jetzt muss ich überlegen, ich glaube, im April letzten Jahres waren die auch wieder, da war der Abstand null. Dann ging er hoch auf 2.800 und wieder runter, also auf null. Und dann ging er hoch jetzt in der Spitze auf 3.800. Das heißt, der DAX liegt also 3.800 Punkte über dem Nasdaq. Das kann man zwar auch handeln, ja, das habe ich auch gemacht, aber mehr schlecht als recht beim zweiten Mal, muss ich sagen. Aber da fällt mir jetzt halt auf, momentan, seit jetzt, wir waren, als ich aus dem Urlaub zurückkam, bei 2.800 Punkten, jetzt sind wir bei 3.500 wieder. Die Ami-Werte sind nicht so gefragt. Und da kommen wir wieder auf das, was wir am Eingang gesagt haben. Ich glaube, dass wir von der Streichung der Non-Covid-Geschichte in China, wir mehr profitieren als die Amis. Das ist meine Meinung. Deswegen habe ich die Chinesen hier mal mit reingenommen.
ist das sozusagen der Wachstumsmotor, der bei uns da mal wieder auch ein bisschen, ne? Es kann ja sein, dass sich die hier so ein bisschen, ich sag mal, nicht mehr ganz so heftig steigen und die Europäer mal ein bisschen aufholen, trotz Energiekrise. Ja, was heißt auch wohl? Die liegen ja eigentlich, im Prinzip liegen sie ja besser. Also gerade eben bei dem Beispiel Nasdaq gegen Ja, DAX. Ja, gutes der DAX Beispiel. liegt deutlich besser. Was mir in deiner Weltkarte fehlt, ist Indien. Das wird dieses Jahr das bevölkerungsreichste Land. Überall siehst du, dass der Kanzler geht dahin und isst sein Curry mit dem Erster Modi, glaube ich. Und viele Leute haben auch Angst vor Taiwan, kann ich auch verstehen. Dazu Einspruch, also als ich jetzt in Thailand war, habe ich ungefähr 30 Taiwan, in Thailand, doch, ich war in Thailand und habe in Thailand Taiwanesen kennengelernt. Ungefähr 30, die kannten sich nicht, das war keine Gruppe, die saßen halt so rum und ich spreche die Leute mal an und da habe ich gefragt, und wie sieht's denn aus? Sagt er, weißt du, wir haben seit Dekaden diese Probleme, wir haben das immer gelöst mit China, immer. Warum schickt ihr uns eine Pelosi? Warum schickt ihr uns deutsche Politiker? Wir wollen die gar nicht haben. Wir regeln das unterm Tisch, unter der Hand. Geht weg. Dadurch, dass ihr jetzt hier auftaucht und aufschlagt, macht ihr die ganze Geschichte schlimmer. Also verpisst euch, freundlich gesagt. Ja. Und deswegen, aber das ist nicht vom Tisch. Der Nordkoreaner ist auch nicht vom Tisch. Japan habe ich überhaupt keine Idee zu. Aber Indien ist, das wird ein richtig großer Player.